Ich kenne diese Robe. Und ich weiß, wem sie gehört. Wirklich? Sag, wem gehört sie? Das wird den Täter stellen. Punkt, Punkt, Punkt. Pat! Also? Tut mir leid. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe die Robe noch nie in meinem Leben gesehen. Ich will mich, in das Ganze nicht reingezogen werden. Das ist alles schon schlimm genug. Wenn du unbedingt reden willst, dann frage meine Schwestern. Ich habe genug jegliche Art von Verhör. Okay, mein Telefon klingelt. Bis gleich. Lustig, lustig. Nicht rangehen. Wenn du unbedingt reden willst, dann frag meine Schwester. Aber ich habe genug von jeglicher Art von Verhör. Okay. Hallo. Jeffrey ist tatsächlich ermordet worden. Ich frage mich... Was fragst du dich? Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Deine Schwester Cesaria? Cesari? Wollte auch schon nichts sagen. Was ist denn los mit euch? Versucht jemand, ihn zu schützen? Es geht hier um einen Mord. Und Unschuldige werden verdächtigt. Du hast mit Cesari nochmal darüber gesprochen? Wir versuchen, niemanden zu schützen. Ich glaube, Cesari hat einfach Angst, mit verantwortlich gemacht zu werden. Wieso solltet ihr das? Wenn ihr unschuldig seid, gibt es doch dafür einen Grund. Tja, eben drum. Vielleicht sind wir gar nicht mal so unschuldig. Gar nicht auseinander? Habt ihr ihn etwa? Wag es nicht, das Satz zu Ende zu sprechen. Zu Ende wird auch... zusammengeschrieben halt einfach. Wir sind keine Mörderin. Entschuldige. Wie auch immer. Versteh mich nicht falsch. Wir haben Geoffrey mit Sicherheit nicht das Leben genommen. Aber ihr wisst, wer es war. Sehe ich das richtig? Wissen kann man nichts sagen. Wir haben bloß eine Vorahnung. Dann sagt es mir doch. Wenn ihr nicht wart, wenn ihr es nicht wart, gibt es doch keinen Grund für euch Angst zu haben. Ja, dieser andere Typ, ne? Es kommen nur zwei Personen in Frage. Entweder war es Theoris oder... Oder? Tut mir leid. Aber ich werde schweigen. Ich möchte diesen Gedanken nicht aussprechen. Dann werde ich das wohl akzeptieren müssen. Vielleicht überlegst du es dir nochmal anders. Komm, überlegst du dir anders. Okay. Eigentlich ist es ja ein Jammer. Das bedeutet wohl das Ende des Theaters. Naja, war es auch nicht. Wer kann es wohl gewesen sein? Tja, fragen wir uns das nicht alle? Ich habe mich in der Stadt mal ein bisschen umgesehen und einige Leute befragt. Langsam gibt sich ein recht klares Bild. Tatsächlich? Du warst es. Nun, wer kann es denn? Wer hat den Alten auf dem Gewissen? Soweit ich da einen konkreten Namen nennen kann, bin ich noch nicht, aber der Kreis der Verdächtigen schränkt sich immer weiter ein. Hast du mit meiner Schwester gesprochen? Mit meiner Schwester gesprochen? Mit meinen Schwestern? Ja, mit beiden. Oh, dann weiß ich, wen du verdächtigst. Cesari wird dir vermutlich nichts weiter gesagt haben, aber Lucia hat auch sicherlich gesagt, dass sie Theoris verdächtigt, bestimmt. Theoris und mich. Dich? Das würde erklären, warum sie nichts sagen wollte. Na sowas. Hat sie mich etwa nicht genannt? Da habe ich mich wohl verplappert. Tja, du warst es. Jedenfalls gibt es nun einen Sinn. Warum sollte der Verdacht auf Zeus und dich fallen? Gegenfrage. Was, wenn ich dir sage, dass ich den Täter letzte Nacht gesehen und erkannt habe? Du hast ihn gesehen? Warum hast du den Sicherheitsdienst nichts gesagt? Seine Ermittlungen haben 6 Verdächtige ergeben, nach meiner Zeugenaussage. Und ehrlich gesagt, kamst du gerade recht, dass auch ihr verdächtigt wurdet. Bei diesem dürftigen Sicherheitsdienst war es nur eine Frage der Zeit, bis der Fall fallen gelassen wird. Aber du hast mehr drauf als erwartet. Du bist jetzt auch auf den Grund gegangen und bist nur noch eine Nasenspitze von der Lösung des Falls entfernt. Du wirst also jemand schützen. Diese Robe, gehört sie Theoris? Oder kannst du beweisen, dass es nicht deine ist? Jetzt, wo du schon so weit gekommen bist, ist es wohl zwecklos, noch länger Unwissende zu spielen. Der Besitzer dieser Robe ist der Mann, den ich letzte Nacht aus dem Fenster springen sah. Und somit ist der Täter... Theoris. Falls du Beweise für meine Unschuld suchst, ich kann dich dir liefern. Schau in die Kapuze. Was soll da sein? Sieh genauer hin. Sind das Haare? Ganz recht. Lange, hellgrüne Haare. Wie Zeus sie hat. Mit diesem Beweismittel und Zeugenaussage können wir den Fall endlich lösen. Das Motiv konnte ich zwar nicht herausfinden, aber die Sicherheitsdienst schon sagte, das ist zweitrangig. Und was wirst du nun tun? Das liegt doch auf der Hand. Ich werde zum Sicherheitsdienst gehen und ihm die Sache schildern. Dann geht Zeus nun wohl an den Kragen. Ja, aber du wolltest ihn schützen. Ob du das wirklich willst? Du wirst bestimmt noch einen Strich durch die Rechnung machen, sonst würde sie ihn nicht schützen. Tut mir leid. Okay, sie sagt nichts weiter. Stress! Und? Könnt ihr genug Beweise sammeln? Das kann man wohl sagen. Ich habe die Lösung des Falls herausgefunden. Wirklich? Na gut.
dann lasse ich alle Beteiligten herrufen. Und wer es lohnt sich nicht? Alle Beteiligten, die Sicherheitsdienstbestellte, alle nochmal zum Ort des Geschehens, um sich leider das Lösungs des Falls anzuhören. Blubber. So, dann leg mal los. Wer ist der Schuldige? Lange hellgrüne Haare, das könnte aber auch Marla gewesen sein. Am besten fange ich ganz von vorne an. Als ich mich vorhin auf den Weg machte, wollte ich mich zuerst einmal in der Stadt umsehen. Später traf ich auf Sarosch, der ein wichtiges Beweismittel finden konnte. Was ist das für eins? Mir gibt einen kleinen Eispickel. Ein Eispickel. Sarosch fand ihn zwischen den Scherben vom zerbrochenen Fenster. Was soll das schon beweisen? Eins nach dem anderen. Nun traf ich auf Aras, der nach Lia gesucht hat, da diese etwas herausfand. Sie hätte nämlich ein kurzes Gespräch mit jener Person, mysteriösen Mann, letzte Nacht beim Tatort gesehen hat. Kannst du das bestätigen? Ja, so ist es gewesen. Gut, fahre fort. Diese Person sah den Täter nämlich, wie er fast etwas fest in seinem Fass in einem Stadtverschluss. Den Eispickel verlor der Täter beim Sprung aus dem Fenster. Er dient ihm wohl als Werkzeug, um die Fässer erneut zu öffnen. Aber öffnete ich die Fässer und konnte dort dies finden. Lila gibt eine dunkle Kapuzenrobe. Ein Mantel mit Kapuze. Und dies sah der Täter also bei seiner Tat an. So muss es gewesen sein. Was geschah dann? Nun suchte ich die Starschauspielerin dieses Theaters auf, um sie zu befragen. Doch leider fand ich da vorerst nicht allzu viel heraus. Aber ich konnte später in Erfahrung bringen, dass sie diesen Mantel gekannt und letztendlich konnte ich den Kreis der Verdächtigen auf zwei Personen einschränken. Die einzigen Möglichkeiten waren, dass es entweder Kira oder Zeoris gewesen sein muss. Kira, Zeoris. Hallo. Also gehört der Mantel einen von den beiden. Nach dem letzten Gespräch mit Kira war der Fall dann klar. Alles deutete nur auf eine Person hin. Der Täter ist... Ha, hab ich dich, du hinterlistiger Verbrecher. Du hast wohl gedacht, du kommst ungeschoren davon, als du mich letzte Nacht niedergeschlagen hast. Aber da lagst du falsch. Ich, Tapio, der von rechten Ohren, liefere dich hiermit ans Messer. Toll. Zeoris ist der Täter. Untersucht man den Mantel, wird man Haare von ihm an der Kapuze finden. Und durch Tapio haben wir nun die Bestätigung, dass er es gewesen ist, der ihn letzte Nacht niederschlag. Gratuliere, ich bin beeindruckt. Also doch. Die Haare sind unverkennbar. Die Beweise sind stichig. Nun frage ich mich nur noch ein, Zeoris. Wieso? Er war ein Banause. Ohne jeden Sinn von Ästhetik. Wird mit R geschrieben und wahre Schönheit. Oder? Ästhetisch. Egal. Wie meinst du das? Wisst ihr, ich wäre mit Sicherheit nicht der Einzige gewesen, der ihn lieber tot gewusst hätte. Stimmt's, meine Damen? Du Mieser. Du, komm schon, Schwester, du weißt, dass er recht hat. Aber Kira, wir haben zwar öfter gesagt, dass wir nicht länger bei uns haben wollen, aber wir wollen ihn doch nicht umbringen. Es waren eure Worte, er muss aus dem Weg geräumt werden, wenn ich mich da nicht täusche. Ja, aber was soll das, Kira? Langsam kommst du uns so vor, als hättest du die ganze Zeit davon gewusst. Natürlich hat sie. Ich hatte ihr bereits gestern von dem Stück von meinem Plan erzählt. Und du hast nicht versucht, ihn aufzuhalten? Es war doch unser aller Interesse, dass... Du bist doch wahnsinnig, hör auf zu reden. Schwester, Kira, bitte. Hey, immer langsam, keine Gewalt. Sonst gibt's aufs Maul. Und nochmal auf das Motiv zurückzukommen. Was hast du damit gemeint, er hätte keinen Sinn für Schönheit? Das Stück, welches sie aufgeführt haben, war ausschlaggebend. Wir haben ein perfektes Theaterstück gehabt. Aus einer wahren Geschichte, die unter anderem Leo hier erlebte. Aber Geoffrey, er hat immer mehr daran auszusetzen und schrieb Bayern das ganze Stück immer nach eigenen Ermessen um. Im Endeffekt war das Stück völlig entstellt. Ich habe es kaum noch wiedererkannt. Es hat Spieler umgesetzt und die Story geändert und hat alles seine eigene Geschichte verkauft, das große Geld zu machen. Alle anderen hat er wie Dreck behandelt. Es ging ihm nur um Gewinnen. Deswegen habe ich das Stück selbst kaum als die Geschichte von damals erkannt. So ein ausgemachter Blödsinn. Deswegen wird man doch nicht zu einem Mörder. Ich erwarte nicht von euch, dass ihr mich versteht. Das würdet ihr sowieso nicht. Ihr habt keinen Sinn für wahre Schönheit. Aber ohnehin ist der Mord an Geoffrey im Laufe des Tages für mich nur noch zur Nebensache geworden. Nebensache? Ich bin in diesem Theater nicht nur beigetreten, um meinen Sinn für Schönheit und Eleganz zu befriedigen. In erster Linie bin ich beigetreten, um in der Welt rumzukommen. Nur um es zu finden. Was meinst du, Zeoris? Hast du Geheimnisse, von denen ich nichts weiß? Tut mir leid, Kira. Aber das ist nicht für eure Ohren bestimmt. Was hast du getan? Keine Sorge, sie leben noch. Ich habe sie vorher über den Stehen gelegt, um ihre Ruhe mit euch Clan-Angehörigen zu sprechen. Okay, das sind jetzt alle weg, die keine Clan-Angehörigen sind, okay. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10.
Moment. 9 wäre ja mit Julia zusammen, aber Lia ist doch auch Clanangehörige. Na egal. Du, wie heißt davon? Okay, der ist auch dabei. Hast du jetzt etwa belauscht? Huh? Moment mal, das stimmt irgendwas nicht. Ist das richtig so? Julia ist aber weg, oder? Hä? Egal. Hast du uns etwa belauscht? Ja, ich habe eure kleine Geheimbesprechung gestern ein bisschen zugehört. Und ich war wirklich sehr erfreut darüber, was ich gehört habe. Nach eurer Besprechung habe ich nochmal genauer angesehen und zu meiner Überraschung bin ich tatsächlich fündig geworden. Euch begleitet das Mädchen mit Rekurens Medaille. Medaille? Du meinst Maler, stimmt's? Ihr Unwissenden, wisst ihr überhaupt, wer sie ist? Habt ihr auch nur eine leiseste Ahnung? Woher sollen wir das wissen? Niemand kennt ihre Herkunft. Ach, glaubt ihr? Nun ja, ich weiß, wo sie herkommt. Maler. Ihr Name ist nicht Maler. Vermutlich dachte die Idioten das, weil ihr auf ihrer Medaille Vena Maler steht, was? Vena ist das Volk des Himmels aus vielen Legenden und sagen, für Maler wurde keine Bedeutung gefunden. Deswegen nahm man an, es sei ihr Name. Wenigstens etwas wisst ihr. Es stimmt, die Vena sind das Volk des Himmels. Aber Maler ist nicht der Name dieses Mädchens. Maler ist der Name der Stadt über den Wolken. Maler, die Stadt der Vena. Das habe ich mittlerweile herausgefunden. Maler ist also der Name des Ortes, wo die Vena leben. Und was sagt uns, dass du die Wahrheit sagst? Wisst ihr... Nichts. Ich gehöre immerhin zu ihnen. Zu den Vena. Was? Das glaube ich dir nicht. Puh. Eine abscheuliche Kreatur wie du meinst ein Wesen des Himmels zu sein? Dass ich nicht lache. Schweig, du Schwächling. Ihr blöden Menschen habt überhaupt keine Vorstellung von uns. Aber was machst du denn hier auf der Erde? Bist du hier, um Maler zurückzuholen? Ihr Name ist nicht Maler. Habt Respekt vor unserem Volk und nennt sie bei ihrem richtigen Namen. Ihr Name ist Likurina. Und sie ist die Tochter Rekurens. Der Herrscher und König über das gesamte Volk der Vena. Likurina. Oh Mann, sie ist... Also die Prinzessin des Himmels? Ihr seid uns ja nicht würdig. Fea. Und was ist nun dein Ziel? Ist dein Auftrag, sie zurückzuholen? Mitnichten. Mitnichten. Schön mitnichten. Und mit Enkeln oder was? Und mit Neffen. Nein, mitnichten zusammen. Ihr glaubt, der König schickt mich, um seine Tochter zurückzuholen? Was willst du dann? Ich will zurück. Ich bin nur deswegen dazu, verdammt hier unten zu leben, weil ich verbannt wurde. Ich habe die verbotene Künste erlernt. Eines Tages bin ich aufgeflogen. Ich habe nicht verbrochen. Ich habe niemanden angegriffen. Aber Rekuren meinte, meine Tat wäre unverzeihbar. Zeilig, da diese Künste schon einmal großes Leid über unser Volk gebracht haben. Dabei wollte ich nur gewappnet sein, falls wir irgendwann erneut angegriffen werden würden. Aber der König blieb eiskalt. Höchststrafe der Vena. Verbannung. Was geschah dann? Das ließ sich mir nicht gefallen, also entschloss ich mich, mich am König zu rächen. An meinem letzten Tag vor der Verbannung auf die Erde stürmte ich den Palast im Alleingang. Ich habe alle Wachen mit den verbotenen Künsten ausgeschaltet. Alle nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Du bist doch völlig gestört. Hast du vor, dein ganzes Volk auszuradieren, du Horsti? Schwachsinn, lass mich das Ende erzählen. Alter Mann, zu Ende zusammen. Das Gesetz der Vena ist derjenigen... Das Gesetz der... Wena ist, dass derjenige, der den Thron besteigt und die Medaille des Volkes an sich nimmt, unweigerlich zum König ernannt wird. Ich wollte den alten König stürzen und anschließend selbst König werden. Ich wollte die verbotene Künste nicht länger verboten wissen. Tja, dann würde ich den Gesetzen Geltung verschaffen. Aber leider habe ich nicht aufgepasst. Der König schien nicht im Raum zu sein, nur seine Frau und eine neugeborene Tochter in der Wiege waren dort. Die Königin war schwach, kein Problem, sie mit den verbotenen Künsten auszuschalten. Heißt es etwa, du hast Malers Mutter ver... Mutter... Du verdammter Bastard! Sie war im Weg. Die Medaille trägt nur der nächste Erbe des Throns. In diesem Fall ihre Tochter Likurina. Nun stand ich also vor ihrer Wiege. Ein Griff an ihren Hals und die Medaille und somit auch der Thron wären mein gewesen. Doch dann wurde ich vom König überrascht. Sein Bannspruch traf mich unerwartet von hinten. So war ich leider schon dazu verdammt, mein Leben auf der Erde zu verbringen. Doch im letzten Augenblick konnte ich mich noch an der Wiege des Kindes festhalten.